In der ersten Aufgabe war eine Funktion gegeben, die hatte bei 0 den Wert 0, bei 1 den Wert 1, bei 4 hatte die den Wert 2, bei 9 hatte die den Wert 3 und bei 16 hatte die den Wert 4. Und natürlich auch noch ein paar Zwischenwerte, die sah also dementsprechend ungefähr so aus. Und diese Achse hier, das sollte die Zeit in Sekunden sein und diese Achse hier, das sollte die Ladung in Abhängigkeit der Zeit sein in der Einheit Millikulomb oder Milliampersekunden. Und was jetzt in Aufgabenteil A erstmal gesucht war, war eine Funktionsbeschreibung für diese Funktion hier. Und wenn man jetzt schon ein bisschen aufgepasst hat, naja, 1 führt auf 1, 4 führt auf 2 und so weiter. Da steckt halt eine Wurzelfunktion hinter, also q von t ergibt sich aus der Wurzel von t. Reicht das? Nein, das reicht natürlich nicht, weil das liefert nicht die richtigen Einheiten. Wenn man jetzt die Zeit in Sekunden einsetzt, dann würde für die Ladung hier die Einheit Wurzelsekunden rauskommen. Das ist nicht so wahnsinnig sinnvoll. Deswegen ist es schlau, wenn man die Zeit einmal durch Sekunden teilt oder auf Sekunden normiert, sodass das hier einheitenlos ist, was man in die Wurzel einsetzt, dass das einfach nur eine Zahl ist und dann eben noch die Einheit Millikulomb einfach mit dazu multipliziert. Was ist dabei alles schiefgelaufen? Also in dieser Funktion hier wurde alles Mögliche erkannt, bloß keine Wurzelfunktion. Also hier wurden Exponentialfunktionen drin erkannt und Logarithmusfunktionen und auch lineare Funktionen und auch quadratische Funktionen in der Form a mal t Quadrat plus b mal t plus c. Und es haben auch Leute probiert, das irgendwie abschnittsweise zu beschreiben, weil man das mal aus anderen Aufgaben so kannte, dass man da was abschnittsweise beschrieben hat. Es war aber schlicht und ergreifend einfach eine Wurzelfunktion, die man hier ein bisschen mit den Einheiten anpassen musste. Damit war Aufgabenteil A auch schon fertig. In B ging es jetzt darum, diese Funktion einmal abzuleiten nach der Zeit, dq nach dt auszurechnen. Das macht sich ein bisschen einfacher, indem man die Wurzel hier vielleicht als eine Potenz schreibt, t durch eine Sekunde hoch 1/2 mal das eine Millikulomb, dann diese Potenz ableitet, also den Exponenten 1/2 nach vorne, dann den Exponenten um 1 erniedrigen, t durch eine Sekunde hoch minus 1. Und immer noch das eine Millikulomb als Faktor, als konstanten Faktor dahinter schreiben. Und jetzt muss man noch aufpassen, diese Funktion hier ist noch eine verkettete Funktion. Die äußere Funktion, diese Wurzel haben wir schon abgeleitet. Die innere Funktion, die innere Ableitung fehlt noch. Das ist der Faktor, der vor dem t steht, 1 durch eine Sekunde. Jetzt kann man hier vielleicht einsetzen, dass ein Coulomb das gleiche ist wie eine Ampersekunde. Das Sekunde wegkürzen, dann bleibt da Milliampere als Einheit über. Und das kann man vielleicht noch ein bisschen umschreiben und kann sagen, dass 1/2, schreiben wir wieder einfach als 1/2 davor, das hoch minus 1/2 schreiben wir als 1 durch die Wurzel, also 1 durch die Wurzel von t durch eine Sekunde mal 1 Milliampere. Und jetzt sieht man schon an der Einheit, das ist ein Strom und ja klar, die Ableitung der Ladung nach der Zeit, das ist der Strom, das ist auch das, was bei Aufgabenteil B gesucht war. Den Stromfluss ausrechnen, der zu dieser Ladung hier in Abhängigkeit von der Zeit führt. In Aufgabenteil C ging es dann darum, dieser Strom fließt jetzt durch einen Widerstand R. Wie groß ist dann die Spannung, die über diesen Widerstand abfällt? Das ist relativ einfach. Das ist einfach U von t ist R mal I von t. Jetzt kann man natürlich die Zeitfunktion I von t noch einsetzen. Das macht das aber auch nicht aussagekräftiger, denn der Wert dieses Widerstandes, der war gar nicht gegeben. Was da stand, ist, dass dieser Widerstand bei 20 Grad Celsius einen Wert R hat, was fälschlicherweise einige Leute gesagt haben, okay, na dann hat der Widerstand R wohl 20 Ohm. Das ist natürlich falsch. Der ist bei 20 Grad Celsius gegeben, heißt nicht, dass er 20 Ohm hat.
Was ist ansonsten bei dieser Aufgabe hier schiefgelaufen? Es gab einige Leute, die haben das Ohmsche Gesetz genau andersrum aufgeschrieben. U ist I durch R. Das ist natürlich Quatsch. Es gab auch einige Leute, die versucht haben, hier bei dieser Aufgabe irgendwas mit einem differenziellen Widerstand zu rechnen. Das führt einen natürlich hier auch nicht viel weiter. Oder es wurde irgendwie eine Formel angegeben, die passte schon so, lieferte am Ende aber nicht die richtige Einheit von Volt für eine Spannung. Vielleicht noch ein paar typische Fehler für den Aufgabenteil B hier oben. Was da häufig schiefgelaufen ist, dass angesetzt wurde, dass der Strom sich ergibt aus dem Integral der Ladung über der Zeit. Das ist natürlich großer Quatsch, deswegen lösche ich das schnell wieder weg. Dann wurde vielleicht auch sowas angesetzt wie, dass sich das aus einem Delta Q durch Delta T ergibt, was aber natürlich nur funktioniert, wenn die Ladung wirklich eine lineare Funktion wäre, die sie ja nicht ist, nicht mal stückweise. Ein beliebter, typischer Fehler war hier auch noch, dass man irgendwie versucht hat, diesen Faktor, diese Einheiten, die hier mit dran stehen, oder die hier oben eigentlich eben dran stehen, als Produktregel zu verarbeiten und nicht einfach als einen konstanten Faktor. Dann wurde die Kettenregel beim Ableiten nicht beachtet. Und ja, all diese Fehler führten dann am Ende dazu, dass die Gleichung, die Formel für den Strom hier nicht die richtige Einheit für einen Strom liefert, was hier eben der Fall ist. Und letzter beliebter Fehler, das Milli hier wurde einfach vergessen. Also hier stand schon Coulomb und hier stand ein Ampere, aber eben das Milli fehlte davor. Okay, worum ging es in Aufgabenteil D? In Aufgabenteil D sollte jetzt die Leistung ausgerechnet werden, die in diesem Widerstand hier umgesetzt wird, durch den dieser Strom fließt, über den diese Spannung abfällt. Und die Leistung ergibt sich natürlich aus U von T mal I von T. Da kann man jetzt das Ohmsche Gesetz einsetzen und da kommt man halt darauf, dass das entweder I Quadrat mal R ist oder U von T zum Quadrat durch R. Und jetzt war eben gefragt, was passiert, wenn, oder diese Leistung hier, die soll sich jetzt verdoppeln. Also wir haben mal ein P neu, oder ich nenne das einfach mal PD für doppelt. Die soll jetzt zweimal so groß sein wie die Leistung, die wir vorher hatten. Die Spannung soll konstant bleiben. Was muss für den Widerstand gelten? Und naja, wenn die Spannung konstant bleibt, dann müssen wir natürlich diese Gleichung hier von der Spannung benutzen. Also 2 mal U Quadrat von T durch R. Und jetzt kann man, um zu schauen, was dieser Widerstand macht, diese 2 von hier oben mal in einen Doppelbruch nach unten schreiben und stellt dann fest, wenn ich mal eine andere Farbe nehme, das hier unten, das muss jetzt dem neuen Widerstand RD entsprechen. Also dieser neue Widerstand RD, der ist jetzt eben genau halb so groß wie der alte Widerstand. Wenn der Widerstand sich halbiert bei konstanter Spannung, dann wird die Leistung doppelt so groß. Das war das, was hier bei Aufgabenteil B, Teil D gefragt war. Was waren hier so typische Fehler? Was ist hier so schief gelaufen? Es gab einige Leute, die hier sowas versucht haben zu rechnen. P ist U mal I mal Cosinus Phi, was natürlich ziemlich absurd falsch ist, weil was soll hier, gibt es keine sinusförmige Spannung, keinen sinusförmigen Strom. Was soll hier der Leistungsfaktor, das Cosinus Phi, die Phasenverschiebung Phi zwischen Strom und Spannung sein? Es gab einige Leute, die diese Formel hier schon irgendwie so semi-richtig aufgestellt haben, die am Ende dann aber lautete U durch R Quadrat, was man sich überlegen kann, was natürlich von den Einheiten ja auch nicht funktioniert. Und einige Leute haben immerhin schon geschlussfolgert, dass der Widerstand kleiner werden muss bei konstanter Spannung, damit die Leistung größer wird, aber dann eben nicht wirklich konkret hingeschrieben, um wie viel kleiner denn jetzt der Widerstand werden muss, damit diese Leistung sich hier verdoppelt. Und ein beliebter und falscher Ansatz war auch noch, hier irgendwas mit Leistungsanpassung zu rechnen. Sowas wie RI ist gleich RA zu setzen. Dabei gab es ja hier nur diesen einen Widerstand und keinen Innenwiderstand der Quelle. Okay,
Weiter ging es mit dem letzten Aufgabenteil E. Und in diesem ging es jetzt darum, dass dieser Widerstand temperaturabhängig ist. Der hängt halt von der Temperatur Theta ab und ergibt sich eben aus dem Widerstand bei 20 Grad Celsius. Mit der entsprechenden Formel, mit einem linearen Temperaturänderungskoeffizienten Alpha mal der Temperaturänderung. Und dieser Widerstand R Theta hier, das sollte eben R 20 Grad halbe sein. Also das sollte genau das sein, um was muss sich die Temperatur ändern, damit der Widerstand sich eben halbiert, damit hier diese doppelte Leistung umgesetzt wird. Das war sozusagen die Frage. Also kann man das hier einfach einsetzen. Dann bleibt hier üben immer noch R 20 Grad Celsius zu stehen, mal in Klammern 1 plus Alpha mal Delta T. In Klammern, jetzt sieht man schon, dass man hier das 20 Grad, den Widerstand bei 20 Grad Celsius, der auf beiden Seiten der Gleichung auftaucht und auch nicht 0 sein darf, natürlich, dass man den wegkürzen kann, durch diesen Widerstand kürzen kann. Dann brauchen wir hier diese Klammern auch nicht mal wirklich. Dann können wir die 1 auf die andere Seite holen, indem wir minus 1 rechnen. Jetzt tausche ich auch gleich mal die Seiten. Dann steht hier Alpha mal Delta T ist 1/2 minus 1. Das schreibe ich gleich mal als minus 1/2. Und jetzt kann man noch einfach das Delta T ausrechnen, indem man durch das Alpha teilt. Also steht da Delta T ist minus 1 durch 2 Alpha. Und Alpha war gegeben als 5 mal 10 hoch minus 3, 1 durch Kelvin, also minus die 1 abgeschrieben. Und 2 mal 5 mal 10 hoch minus 3 und das 1 durch Kelvin schreibe ich gleich mal über den Bruchstrich. Jetzt kann man hier so ein bisschen rechnen. 2 mal 5 sind 10. 10 ist auch das gleiche wie 10 hoch 1. Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Also 10 hoch 1 mal 10 hoch 3 ist das gleiche wie 10 hoch minus 2. Und 10 hoch minus 2 unter dem Bruchstrich, Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Kann man auch über den Bruchstrich schreiben, dann sind das hier oben 10 hoch 2 und 10 hoch 2 sind 100, also sind das 100 Kelvin. Und damit kann man jetzt natürlich die neue Temperatur ausrechnen, die ergibt sich aus der Bezugstemperatur, den 20 Grad Celsius plus diese halt, das Minus ist gerade unterschlagen. Also nicht plus, sondern hier muss natürlich noch ein Minus davor. 20 Grad Celsius minus die 100 Kelvin sind minus 80 Grad Celsius. Und damit war Aufgabenteil D auch gelöst. So ein relativ typischer Fehler war, dass hier als Ansatz genutzt wurde, diese Formel mit einem Minus, warum auch immer. Dabei hat diese Formel dann natürlich ein Plus. Oder dass irgendwie fälschlicherweise eingesetzt wurde, dass dieser Widerstand hier der ist, der sich halbiert und dieser Widerstand hier gleich ist. Also was eigentlich eben dazu führt, dass der Widerstand sich verdoppeln müsste, was auch so ein typisches Fehlergebnis von dem hier oben war. Wenn man zum Beispiel mit dieser Formel hier weitermacht und sagt, dass der Strom konstant bleiben muss und nicht die Spannung, na klar, dann muss sich halt der Widerstand verdoppeln, wenn die doppelte Leistung umgesetzt wird. Also entweder dieser Fehler hier oder eben eine 2 auf dieser Seite haben dann dazu geführt, dass hier unten plus 200 Kelvin rauskommen. Dann kommt man irgendwie natürlich auf 220 Grad Celsius, was falsch ist. Und dieses Minus hier, naja, das führt dann eben auch dazu, dass hier die Temperatur größer wird. Wenn man so ein bisschen kurz drüber nachdenkt und dieses Alpha hier, was ja eben den Wert 5 mal 10 hoch minus 3, 1 durch Kelvin hat. Das ist positiv, das Alpha ist größer als 0. Das heißt, unser Widerstandsmaterial hier ist ein Kaltleiter und wenn das ein Kaltleiter ist und der Widerstand soll sich halbieren, dann muss der natürlich auch kälter werden, um einen kleineren Widerstand zu haben und nicht wärmer sein. So, das war die Lösung der ersten Aufgabe und die typischen Fehler. Und genau solche Videos werde ich jetzt auch noch für die weiteren Aufgaben machen.